sagen wir, wir haben 20 Aufgabenbereiche, die ich jetzt mehr und mehr abgebe. Diese Aufgabenbereiche splitten wir auf in richtig gute Prozesse und lassen es von einzelnen Leuten erledigen. Dann habe ich eigentlich nichts mehr zu tun, oder? Ich kann chillen und zusehen, wie die Neukunden nur so reinflattern und das Geld auf dem Konto landet und hier immer mehr Leute sitzen. Stimmt nicht, weil wir wachsen. Das heißt, habe ich es geschafft, irgendwie ein paar Leads pro Woche zu bearbeiten, nachzufassen, zu telefonieren, Angebote zu schreiben und Co. Macht das jetzt ein Mitarbeiter hier intern on scale mit 100 Leads pro Woche, mit 200 Leads pro Woche und, und. Das heißt, wenn du anfängst, Themen zu delegieren, kannst du sie erst groß machen. Also davor ist es nicht möglich. Ich bin ja am Anschlag im Prinzip mit meinen Themen, wo ich mir denke, ich habe 20 Themen, die bearbeite ich jede Woche und ich schaffe es weder bei allen 20 Themen perfekt zu sein, noch schaffe ich es, alle 20 Themen langfristig groß auszurollen und erfolgreich zu machen. Nehme ich jetzt aber ein Thema, gib das einem Mitarbeiter und schaffe es mit ihm, das groß auszurollen, liegt das Thema nicht mehr bei mir auf dem Tisch, aber ich überwache es mehr oder weniger. Und dann habe ich plötzlich 20 sehr groß angelegte Themen, die ich überwache und in denen ich auch 20 Mal die Woche gefragt bin, eine kurze Besprechung zu halten und entweder noch Entscheidungen zu treffen oder bei Entscheidungsfindung mitzuhelfen. Und sagen wir mal, das sind eine halbe Stunde bis Stunde. Bei 20 Meetings pro Woche würden wir im schlimmsten Fall wieder bei 20 Stunden pro Woche landen, die ich in Besprechungen investiere, anstatt in die tatsächliche Umsetzung dieser Aufgaben. Und wenn man das wieder runterrechnet, ganz schön mathematisch heute, dann habe ich ursprünglich bei diesen 20 Aufgaben, das ist ein Beispiel, bei diesen 20 Aufgaben eben jeweils eine Stunde investieren können. Und jetzt kann jemand 20 Stunden pro Woche in so eine Aufgabe investieren. Und da sind wir bei der Skalierung, da sind wir beim Wachstum, da sind wir beim Delegieren. Erst wenn du anfängst zu delegieren, kannst du Dinge tatsächlich groß machen. Und deswegen, es sind nicht tatsächlich weniger Aufgaben, sind es insofern, als dass ich die Aufgaben nicht mehr selbst umsetze. Ich arbeite aber nach wie vor an diesen Aufgaben. Es sind aber kaum andere Aufgaben. Also ich arbeite nach wie vor genau an denselben Themen wie vor 6 Monaten, nur aus einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Perspektive, mit etwas mehr Distanz und dafür wirklich mit einer ganz anderen Skalierung. Das ist für mich Delegieren und es funktioniert bisher verdammt gut.